Hallöchen, da sind wir wieder bei Clicker Heroes und es ging eine ganze Stückchen hier voran. Wir leveln mal noch ihn, dann geht es noch kurz ein bisschen schneller. Mal gucken, den nächsten Boss können wir noch mitnehmen. Ich mache kurz hier ein bisschen leiser. Ja, und bis jetzt läuft es eigentlich recht flüssig hier durch. Wir sind jetzt mittlerweile, mal gucken, bei der wievielten Ascension? Bei der siebten Ascension haben wir jetzt insgesamt 21 Stunden in dieser Transzendenz verbracht. Und ich würde sagen, hier gibt es jetzt nicht mehr viel. Wir können. Nein, halt, 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 halt. Wir können auch nicht ascenden. Ich muss hier erstmal noch ein paar Sachen abholen. So, da gibt es nicht wirklich was Gutes. Dann lassen wir mal hier den ganz unten hier rumrennen. Und schauen mal. Ach, warte mal, ich wollte ja nochmal gucken. Sterben tut keiner, wenn denn er hier. Und, oh ja, der oben. Okay, der lebt noch 12 Tage, der noch 13 Tage. Ist alles soweit erstmal gut. Der hier stirbt bald, könnten wir wiederbeleben, aber lohnt sich das? Naja, das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. So, weil zumindest gibt es erstmal hier keine ordentlich richtig guten Quests. Deshalb schicken wir die einfach mal immer auf die kürzesten. Ah, 2 Tage. Der lebt natürlich noch lang genug, aber 2 Tagesquests haben den Nachteil, dass man natürlich immer alle 24 Stunden würde sich ja hier das nochmal um 10% erhöhen, was man bekommt. Und das tut es ja nicht bei 2 Tagesquests und allgemein ist die Beute da recht niedrig. Wir gucken mal, was als nächstes kommen würde. Da würde eine 8-Stunden-Quest kommen. Das ist, glaube ich, erstmal besser. Dann schicken wir den erstmal auf die 8-Stunden-Quest, ja. Nee, erstmal auf die 5-Minuten-Quest, wo es halt nichts gibt. Und dann auf die 8-Stunden-Quest. Es kommt dann in Summe immer noch mehr Heroes holt. So, hier, die holen wir nächste Ascension ab und dann ist schick. So, jetzt sind wir ja schon fast wieder hier bei dem nächsten 10er-Gegner. Aber wir können jetzt gerade hier nichts ordentlich ausbauen, was uns noch was bringen würde, um das zu beschleunigen. Von daher lassen wir es mal einfach. Ja, ich habe hier eigentlich jetzt immer die hier unten schon gelevelt, meistens immer so in 25er Schritten, die letzten drei meistens, also hier von Dread Knight halt angefangen, also eigentlich alle, bis auf den Pantalo, weil der halt einfach kein Geld abbekommen hat, zufällig. Und von daher hat er halt nichts bekommen. So, was haben wir denn hier noch für ein Geld? Mercedes bringt uns überhaupt nichts. Und ist auch wieder nicht Primal. Und da wir schon gerade alles abgeholt haben, bringt uns der Kill überhaupt nichts. Von daher senden wir und zack, Schuh raus, einmal draufgeklickt und wieder ein paar Level gekauft. Jetzt können wir hier erstmal wieder auf Max gehen, was auch nicht viel bringt. So, hier Gilden Raid, oh nee, das war der von gestern. Und das ist der von heute. Bringt 7, was sind das, 70.000 oder 700? Nee, ich glaube, das sind 70.000, nee, doch 700.000. Also zumindest ist es nicht wirklich viel im Vergleich zu einer Quick Ascension. Von daher hole ich den Reward heute erstmal noch nicht ab, sondern habe mir überlegt, ich warte da erstmal ein bisschen, den kann ich ja zur Not auch noch morgen holen. Und der steigt ja jetzt immer noch an. Von daher kriege ich da morgen, glaube ich, effektiv mehr raus, wie das, was mir jetzt was bringen würde. Und ja, wir skillen jetzt erstmal schön. Wir haben hier die, sind noch alle recht niedrig. Wir haben bis jetzt hier Solomon 300, Cialatas und Argive auf 600. Die Goldfuzzis auf 400, also sind ja ein bisschen zu niedrig. Und ja, die anderen hier alle irgendwo dazwischen. Was ich auf jeden Fall leveln würde, wäre auf jeden Fall er hier, weil das bringt halt immer richtig einen schönen Boost. Und mal gucken, na, Stufe 20 bringen wir da auch noch. Und dann vielleicht auch nochmal hier die Primal Boss Chance ein bisschen erhöhen. Ja, machen wir da noch 19. Ja. Da haben wir immer noch genug, um das für die ganzen anderen Sachen hier auszugeben. Dann würde ich jetzt erstmal auch noch ein paar hundert Level in Solomon reinstecken. Ja, machen wir nochmal 100 Level, aber das kostet schon. Na, 100 Level gehen noch. So, und dann leveln wir jetzt erstmal, machen wir es ein bisschen anders wie sonst, erstmal die Gold Agents. Ich glaube, da die können wir auf. Na, noch kostet es nicht ganz so viel. 900 ist da, glaube ich, erstmal ein guter Richtwert. So, dann bin ich am Überlegen, die hier. Ach, die kosten nur 1000. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was reinleveln.
Ich glaube, naja, selbst hier 10.000 geht noch. Also die bringen einfach richtig viel. Wir haben jetzt hier 5% öfters fast, ja, oder naja, 1% öfters eine Schatztruhe hinzubekommen und hier haben wir jetzt fast 5% davon. Ja, 15 geht auch noch. Machen wir auch noch. 16. So, haben wieder schön erhöht. Und damit sind jetzt ein bisschen hier Boss Life. Und da können wir auch einmal und den Timer auch, aber das bringt nicht ganz so viel, weil ich will ja eh alles hier instant killen. So, und jetzt kommen wir. Warte mal, habe ich jetzt da jemanden gelevelt, der Guilds hat? Ist gut, dann kann man hier wenig das besser abschätzen. Okay, der Schaden geht noch richtig ordentlich hoch. Die ziehen wir erstmal auf 1000, dann kommt es erstmal hin mit den Gold Agents. So. Könnte ich ja eigentlich fast noch mal 100 Level in Solomon reinstecken. Ja, machen wir auch noch. Und nee, warte mal, wenn wir hier jetzt noch mal 100 reinstecken, dann ist das. Nee, doch, das geht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. E hoch 6 heißt, hier nach kommen noch 6 Kommastellen. Hier haben wir nur 5, das müsste dann noch passen. Genau. So, und geht der Schaden noch hoch? Geht nicht mehr ganz so steil. So, die Golddinger müssen wir eh dann auch nachziehen. Habe ich den jetzt schon? Nee. So, und ein bisschen was wollte ich auch noch in Morgulis. So, mal gucken. Tut sich jetzt was? Geht nach unten. Also, wir verlieren jetzt sogar Schaden. Von daher war das eher nicht so klug. Nee, mehr geht nicht. So, aber hier, da erhöhen wir unseren Schaden nochmal richtig schön. So, heben wir noch ein bisschen was auf, um vielleicht nochmal umzugilden. So, und da haben wir die 8-Stunden-Quest, die ordentlich was bringt. So. Ja, Quick Ascension bringt jetzt auch noch nicht so viel. Aber bringt schon mal mehr. Eben waren wir hier, glaube ich, noch bei 700.000. Jetzt sind wir schon bei 900. Nur dadurch, dass wir ein bisschen Atman und Solomon hochgelevelt haben. Das ist schon mal sehr schön. So. Wen? Ne, hier, die können wir eh nicht leveln. So, wir haben noch 3000 Souls. Die könnte ich halt jetzt irgendwie in Morgulis reinstecken, wo es kaum was bringt. Aber ich glaube, da level ich dann lieber, da gilden wir dann lieber schon mal hier unten dann irgendwann um. So, wir können ja hier erstmal die ganzen Leute schon mal kaufen. Dann gibt es ja auch ein bisschen mehr Gold und ein bisschen mehr Schaden. Unten müssen wir ja eh irgendwann machen. So, mal gucken, wie weit wir es nach unten durchgezogen bekommen. Nicht so weit. Ah, jetzt gibt es richtig Gold. Oh, da ist gerade eine Truhe geplatzt. Habe ich gerade nicht aufgepasst. So, mal gucken, ob wir das Ding hier zünden. Okay, fällt immer noch instant. Sehr schön. Da gibt jetzt natürlich keine Kohle mehr. Was wollte ich euch noch zeigen? Genau, die Guilds. Die kamen jetzt bis jetzt alle sehr zufällig und da hatte ich so ein bisschen auch Glück. Hier Tree Beast hat recht viel gekriegt, Ivan auch, Brittany hatte recht viele, Mask Samurai auch. Das sind ja so ein paar, die eigentlich wichtig sind. Denn Mazu, der ist ja auch, mit dem konnte ich auch immer recht gut noch vorankommen, weil der auch ordentlich Guilds dann hatte und hat auch diese 450% normalen Bonus-Damage. Und ja, jetzt denke ich mal, hatte ich hier mit Terra und Dread Knight halt recht viel Glück, dass die viel gekriegt haben. Und ich würde sagen, wir können ja, also mit dem Q umgilden schaffen wir es noch nicht, oder mit dem reinziehen, weil es kostet ja jeweils 80, da sind wir irgendwie nach 30, 40 sind da unsere ganzen Dinger weg. Von daher werde ich die jetzt, glaube ich, einfach so mit Shift war es, glaube ich, so umverteilen, bis wir denn die in den Leuten drin haben, die wir brauchen. So. So, jetzt idelt er wieder. Hier hat er gekauft, aber ein Anzeigefehler, naja. Müssen wir mit leben. So, ich würde mal sagen, so schnell wie das jetzt hier umkippt, können wir auch gleich von Frostleaf dann auf Dread Knight wechseln. So, jetzt muss ich mal aufpassen. So, Shift macht es so, also müssen wir es Control. Ja, genau. So, dann können wir die erstmal aus denen hier oben raus ziehen, weil hier oben brauchen wir die ja eigentlich jetzt nicht mehr, sondern nur noch in den stärkeren Leuten da unten. Weil bis dahin sollten die jetzt eigentlich ja alle noch instant umkippen.
Verteilen sich natürlich ein paar auch wieder in die Richtung. Wie viele Hero Souls haben wir noch? Noch 2800. Das ist schön. Ich kann ja erstmal in Mazu das noch drin lassen, was wir da drin haben. Ist natürlich eine ganz schöne Klickerei hier. Aber es sollte sich ja auf jeden Fall lohnen, weil wir haben hier unten noch nicht so viele freigeschaltet. Ich denke mal, bis Lillian schaffen wir es jetzt in dem Run auf jeden Fall, weil wir haben unseren Schaden ordentlich erhöht. Und hier unten, die haben jetzt auch schon ein paar bekommen. So. Und wir gilden fleißig um. Aber auch immer wieder doof, wenn die hier oben reingehen. Mask Samurai hätte ich schon alle wieder rausgenommen. Jetzt hat er wieder 7 Stück gehabt. Ist natürlich ein bisschen geklickt. Aber das Spiel heißt ja nicht umsonst. Clicker Heroes. So, hier waren wir doch eben schon mal. Ist immer doof, wenn man genau sieht, die gehen in den daneben, wo man sie nicht hinhaben will. So. Sir Gregor kann auch mal hier ein bisschen was verlieren. So, jetzt haben die hier alle nicht mehr ganz so viel drin. Oh, es hört sich auch noch an, als fallen die alle instant. Wir können ja mal kurz gucken, bevor ich mir hier jetzt den Finger wund klicke. So, Frostleaf haben wir ordentlich. Wir können ja schon mal hier. Ne, schaffen wir auch noch nicht bis auf 1000. Ja, dann machen wir uns mal fleißig weiter dran, die Guilds hier wegzuschieben. So, da haben wir es aber jetzt fast gepackt. Schon mal schön zu sehen, dass jetzt hier nicht mehr ganz so viele rumeiern. So, Frostleaf hat aber verdammt viele abbekommen. Ah, Terra auch, das ist schön. Und so der Rest, ja, das ist glaube ich erstmal so gut mit Mazu. Gucken wir mal gleich, ob wir die da auch noch rausnehmen. Erstmal hätte ich es aus Frostleaf. Na, Frostleaf können wir es glaube ich. Naja, okay, wenn wir jetzt Frostleaf so viel drin haben. Dann können wir die hier eigentlich auch rausnehmen. Oh, da hat Dread Knight was bekommen. Aber sonst gingen die hier alle irgendwie dahin, wo wir sie nicht brauchen. Ja, ich glaube, das wird auch das letzte Mal sein, wo ich so umgilde. Weil wenn wir jetzt dann die nächsten 2, 3 Ascensions machen, da müsste es ja dann immer so viele Souls geben, dass man es dann auch einfach immer schnell umgilden kann. So, noch 2 Stück und der letzte ist auch hier irgendwo gelandet, wo er hingehört. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Frost liefert noch viel zu viel, aber wir gucken erstmal, wie weit wir so kommen. Wir haben ja jetzt noch 2000, also jetzt nur knappe 1000 Hero Souls gekostet. Recht günstig eigentlich. Und wir könnten ja dann halt, wenn wir hier unten irgendwo jetzt weitergekommen sind, dann immer noch umverteilen. Also jetzt könnten wir zum Beispiel auch schon sagen, wir hauen einfach mal alles hier in Dread Knight rein. Weil jetzt brauchen wir auch Frostleaf erstmal nicht mehr. Aber vielleicht im nächsten Run wieder. So, und mal gucken, vielleicht schaffen wir es auch weiter. Bis zu welcher Zone waren wir eigentlich? 1300. Naja, ist da auch schön. Mal gucken, da war jetzt natürlich auch eine Nacht mit dabei, wo es laufen konnte. Und auch Arbeitszeit, wo es ganz in Ruhe ein bisschen sammeln konnte, was. Es fehlt ja jetzt. Aber was haben wir denn dazu bekommen? Also Morghulis hatten wir ordentlich gestärkt. Sialatas hatten wir, glaube ich, von 600 auf 1200. Also allein verdoppelt von der Stufe her. Ich glaube, bei den Gold Agents ähnlich. Die hatten wir, glaube ich, auf... Was war das? Waren die nicht auf 400 oder so? Also da hat sich's auch richtig gelohnt, die hochzuziehen. Ja, hier haben wir, glaube ich, jetzt 0,2 oder so gut gemacht. Denn auch hier... Die ganzen Kosten haben sich auch ein bisschen verringert. Die können wir mal raussehen, was die nächste Stufe kostet. Kann man es ja, glaube ich, auch schnell leisten. Wir haben ja jetzt schon 100.000. Ja, hier die beiden kann man eh vernachlässigen. Und unsere Boss-Chance haben wir, glaube ich, auch um 1-2% erhöht.
Haben wir jetzt insgesamt dann 30, 40, 41%, das ist schon mal schön. Vielleicht droppen auch noch mal ein paar bessere Relikte. Hier haben wir noch Fortuna mit drin, deshalb kommen so oft silberne Münzen. Obwohl wir es nicht so hoch gelevelt haben. Hier ist eigentlich auch, naja, Dora ist das Einzige, was da ein bisschen was bringt. Hier haben wir auch wieder Fortuna. Und hier Quamba Vukukamaru, den wir auch schon ordentlich teuer geskillt haben. Und die nächste Stufe halt auch nichts bringen würde. Ja, ansonsten gucken wir mal hier in der Gilde. Ja, schreiben tut auch keiner was. Wir haben, glaube ich, jetzt auch keinen Overkill hingelegt heute. Also zumindest gestern zu heute. Vielleicht morgen ja wieder, aber jetzt sind wir sowieso erstmal hier mit den Hero Souls meinem Limit. Also ich kriege ja eh immer maximal 10% von dem, was man gekriegt hat. Von daher weiß ich gar nicht, ob es überhaupt so sinnvoll ist, in so einer hohen Gilde zu sein, weil das ist ja jetzt nicht. Also ich komme hier gar nicht mal an der, über das Cap hinaus, was ich hier habe. Entschuldigung, müssen wir halt mal gucken, wie das so weitergeht. Oh, kein Relikt bekommen. Aber hier wieder 1,46% auf einer Quick Ascension. Was ja dann irgendwie, naja, 150, nee, doch 150.000 sind. Kommt 10 oder 15.000, aber zumindest nicht viel. Oh, hier gab es Tatsache ein Relikt bei der geringen Chance. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, Libertas 50. Was sind denn 50 Level in Libertas? Bringt uns, glaube ich, mal überhaupt nichts. Von daher würde ich sagen, können wir das Ding recyceln. 250 gibt es. Müsste jetzt bei 255 hier. Weil es auch nur für ein Level immer hochgeht. Weil ich habe mal festgestellt, hier oben steht manchmal hier, dass es ein Level erhöht. Manchmal auch zwei oder drei, je nachdem, ob hier auch mehrere Attribute aufgezählt sind. Und dann gibt es auch mehr Forge Cores, obwohl es nur so wenig kostet. Und dann lohnt sich es erst recht, die immer hoch zu leveln. So, aber trotzdem haben wir jetzt ein paar Cores noch Gewinn gemacht. Oder war es vielleicht das Relikt, was sowieso gedroppt ist, das gar nicht aus der Quest kam? Na, wenn wir ja sehen, wenn noch was kommt, dann war dem so. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, ihr hört einem gehen, wie aufregend das gerade ist. Mal gucken. Wir spielen das Spiel erstmal noch ein bisschen und schauen mal, was da noch so Spannendes passiert. Bis zum nächsten Mal.